Ein Käfig voller Helden. Hallo Freunde! 58 Jahre ist es her, dass die Fernsehserie Ein Käfig voller Helden ausgestrahlt wurde. Die Serie war ein großer Erfolg und hat auch heute noch viele Fans. Ich selbst habe die Abenteuer von Colonel Hogan und seinen Männern geliebt. In diesem Video sehen wir, wie sich die Schauspieler und Charaktere der Serie verändert haben. Wir werden ihr wahres Alter erfahren und vergleichen, wie sie 1965 aussahen, wie sie heute im Jahr 2023 aussehen oder wie sie zum Zeitpunkt ihres Todes aussahen. Vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren. Werner Klemperer. Bekannt in der Serie unter dem Namen Wilhelm Klink, ist er ein ungeschickter und prahlerischer deutscher Offizier, der während des Zweiten Weltkriegs das Kommando über das Stalag 13 innehat. Geboren 1893, wurden Klinks militärische Ambitionen trotz seiner mittelmäßigen Leistungen an der Militärakademie in Potsdam durch das militärische Erbe seiner Familie genährt. Während des Ersten Weltkriegs diente er in der deutschen Armee und später in der Luftwaffe, wo er mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurde. Werner Klemperer war ein amerikanischer Schauspieler deutscher Abstammung. Er wurde am 22. März 1920 geboren und war 46 Jahre alt, als er in der Serie mitspielte. Werner Klemperer starb am 6. Dezember 2000 im Alter von 80 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Robert Clary. Bekannt in der Serie unter dem Namen Louis Le Beau, war ein französischer Unteroffizier und Kriegsgefangener im Stalag 13 während des Zweiten Weltkriegs, der sich Colonel Hogans geheime Operation anschloss, um die Nazis von innen heraus zu bekämpfen. Mit seinen kulinarischen Fähigkeiten hielt er die Gefangenen gesund und lenkte die deutschen Offiziere mit raffinierten Kochkünsten ab, damit Hogans Männer geheime Dokumente fotografieren konnten. Aufgrund seiner geringen Größe war er in der Lage, sich während der Missionen durch enge Räume zu schleichen. Als französischer Patriot unterstützte Le Beau loyal und pflichtbewusst Hogans Sabotage und Spionagebemühungen gegen die Nazis. Robert Clary war ein französischer Sänger und Schauspieler, ein Überlebender des Holocaust. Er wurde am 1. März 1926 geboren und war 39 Jahre alt, als er in der Serie mitspielte. Robert Clary starb am 16. November 2022 in Los Angeles im Alter von 96 Jahren. Kenneth Washington. In der Serie als Sergeant Richard Baker bekannt, übernahm er die Aufgaben von Sergeant King Klo als Funker und Elektronikexperte in der von Colonel Hogan geleiteten Geheimorganisation im Stalag 13. Als zurückhaltendes Mitglied des Teams nutzte er seine technischen Fähigkeiten, die er wahrscheinlich in der US Air Force erworben hatte, wo er zuvor gedient hatte, bevor er abgeschossen und gefangen genommen wurde. Nach King Klos Weggang befördert, spielte er eine entscheidende Rolle bei der Kommunikation und Sabotage, aber sein Schicksal nach dem Krieg ist unbekannt. Kenneth Washington ist ein amerikanischer Schauspieler. Er wurde am 19. Oktober 1946 geboren und war 20 Jahre alt, als er in der Serie mitspielte. Er ist 77 Jahre alt und so sieht er heute aus. Larry Horvus. In der Serie als Sergeant Andrew Carter bekannt, wurde er 1913 in North Dakota geboren und gehörte dem Volk der Sioux an. Carter wurde während des Zweiten Weltkriegs zur USAAF zwangsrekrutiert. Nach dem Absturz eines Bombers über Deutschland geriet er in Gefangenschaft, entkam jedoch und schloss sich dem Stalag 13 an, wo er Mitglied der Anti-Nazi-Organisation unter Colonel Hogan wurde. Aufgrund seiner Chemiekenntnisse wurde er mit der Herstellung von Sprengstoff für die Missionen der Gefangenen beauftragt. Sein Schicksal nach dem Krieg ist nicht genau bekannt, aber es wird vermutet, dass er mit den anderen Gefangenen des Stalag 13 freigelassen wurde. Larry Horvus war ein US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor. Er wurde am 20. Februar 1936 geboren und war 29 Jahre alt, als er in der Serie mitspielte. Larry Horvus starb am 9. September 2003 an den Folgen einer Krebserkrankung. Leon Askin.
In der Serie unter dem Namen General Burkhalter bekannt, bekleidete er die Position des Chefs der Stalag-Luftorganisation, was ihn in die Nähe Hitlers brachte, obwohl er Offizier der Armee und nicht der Luftwaffe war. Als Veteran des Ersten Weltkriegs und der Ostfront des Zweiten Weltkriegs wird er mit dem Eisernen Kreuz und anderen Auszeichnungen geehrt. Obwohl er mürrisch und gefürchtet ist, teilt er einige Schwächen mit Klink, vor allem die Angst, an die russische Front zurückgeschickt zu werden. Leon Askin, geboren als Leo Ashkenazi, war ein österreichischer Schauspieler. Er wurde am 18. September 1907 in Wien geboren und war 58 Jahre alt, als er in der Serie mitspielte. 2005 starb Leon Askin im Alter von 97 Jahren in Wien. Bob Crane. In der Serie als Colonel Robert Hogan bekannt, war er während des Zweiten Weltkriegs der verantwortliche Offizier für die Kriegsgefangenen im Stalag 13. Nachdem sein Flugzeug bei einem Angriff abgeschossen wurde, wurde er mit der Leitung einer Untergrundorganisation von Gefangenenspionen in Deutschland beauftragt. Hogan, der für seinen Scharfsinn und seine Kühnheit bekannt war, manipulierte die Deutschen, die das Lager leiteten, indem er dem Ego von Kommandant Klink schmeichelte und die Ängste von Sergeant Schulz ausnutzte. Bob Crane war ein amerikanischer Schauspieler und Komödiant. Er wurde am 13. Juli 1928 geboren und war 36 Jahre alt, als er in der Serie mitspielte. 1978 wurde der Star der Serie leblos in seinem Bett aufgefunden, ermordet mit einem Kamerastativ und erdrosselt mit einem Stromkabel. Sein Freund wurde des Mordes verdächtigt, aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Bob Crane wurde 49 Jahre alt. John Banner. In der Serie unter dem Namen Hans-Georg Schulz bekannt, ist der Feldwebel der Wache im Stalag 13 und die rechte Hand des Kommandanten, Oberst Wilhelm Klink. Obwohl es theoretisch seine Aufgabe ist, die Gefangenen an der Flucht zu hindern, verschließt er aus Sympathie oder Angst vor Vergeltungsmaßnahmen bewusst die Augen vor deren geheimen Aktivitäten. John Banner war ein österreichisch-amerikanischer Schauspieler. Er wurde am 28. Januar 1910 geboren und war 55 Jahre alt, als er in der Serie mitspielte. Nach der Serie zog er sich mit seiner Frau nach Frankreich zurück. Im Jahr 1973 starb Banner im Alter von 63 Jahren während eines Besuchs in Wien. Richard Dawson. In der Serie unter dem Namen Hans Corporal Peter Newkirk ist ein stotternder Engländer mit geschickten Händen, dank derer die Helden immer wieder Safes und Schlösser öffnen können. Vor dem Krieg war er angeblich ein ziemlich guter Zauberer. Nach eigenen Angaben sei er im Palladium geliebt worden. Zum Spionieren und Auskundschaften musste er sich immer wieder als altes Mütterchen verkleiden. Richard Dawson war ein amerikanischer Schauspieler, Komödiant und Fernsehmoderator. Er moderiert unter anderem die Originalversion von Family Feud auf ABC in den USA. Richard wurde am 20. November 1932 geboren und war 33 Jahre alt, als er in der Serie mitspielte. Er starb am 2. Juni 2012 in Los Angeles im Alter von 79 Jahren an Speiseröhrenkrebs. Howard Kane. In der Serie unter dem Namen Wolfgang Hochstetter bekannt, war er der gefürchtete Leiter der Gestapo in Hammelburg, der Colonel Hogan und seine Männer wegen Sabotageverdachts ständig überwachte. Impulsiv und misstrauisch zögerte er nicht, brutale Methoden gegen den Widerstand anzuwenden, was ihm den gefürchteten Respekt von Klink und Schulz einbrachte. Trotz seiner Bemühungen gelang es ihm nie, den Gefangenen ihre Beteiligung an den geheimen Operationen nachzuweisen. Howard Kane war ein amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur. Er wurde am 2. Januar 1926 geboren und war 40 Jahre alt, als er in der Serie mitspielte. Kane starb am 28. Dezember 1993, 5 Tage vor seinem 68. Geburtstag, an einem Herzinfarkt. Cynthia Lynn. In der Serie als Helga bekannt, war sie die erste Sekretärin von Colonel Klink im Stalag 13 und hatte eine heimliche Affäre mit Colonel Hogan. Schön und zurückhaltend nutzte sie ihren Charme, um die deutschen Offiziere abzulenken, während die Gefangenen Informationen sammelten.
Cynthia Lynn war eine amerikanische Schauspielerin lettischer Abstammung. Sie wurde am 2. April 1936 geboren und war 29 Jahre alt, als sie in der Serie mitspielte. Cynthia Lynn starb am 10. März 2014 in Los Angeles an Hepatitis. Sie wurde 77 Jahre alt. Sigrid Valdez. In der Serie unter dem Namen Hilda bekannt, ersetzte sie Helga als Sekretärin von Colonel Klink am Stalag 13. Wie ihre Vorgängerin nutzte sie ihren Charme, um die deutschen Offiziere während der Gefangenenmissionen abzulenken, wahrscheinlich aus Zuneigung zu Hogan oder aus Sympathie für die Alliierten. Sigrid Valdez war eine amerikanische Schauspielerin schwedischer Abstammung. Sie wurde am 21. September 1935 geboren und war 32 Jahre alt, als sie in der Serie mitspielte. Am 16. Oktober 1970 heiratete Sigrid Valdez Bob Crane, den Hauptdarsteller der Serie. Ein Jahr später wurde ihr Sohn Robert Scott Crane geboren und sie beendete ihre Schauspielkarriere. Sie starb 2007 im Alter von 72 Jahren an Lungenkrebs. Ivan Dixon. In der Serie als Staff Sergeant James Kinklow bekannt, war er der Operationsleiter und Experte für Funk und Elektronik in der geheimen Anti-Nazi-Organisation, die von Colonel Hogan im Stalag 13 geleitet wurde. Dixon wurde 1942 gefangen genommen, als er in der US Air Force diente. Er nutzte seine technischen Fähigkeiten, die er vor dem Krieg bei einer Telefongesellschaft erworben hatte, um die Sabotage- und Spionageaktivitäten der Gefangenen zu leiten. Ivan Dixon war ein amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur. Er wurde am 6. April 1931 geboren und war 34 Jahre alt, als in der Serie mitspielte. Er starb am 16. März 2008 im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Gehirnblutung. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Teilt uns in den Kommentaren mit, wer eure Lieblingsfigur in der Serie war.